Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin euer Timex, ihr seid wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe. Wir sind mal wieder stehen geblieben in unserem wunderschönen Vault, wo noch herzlich wenig steht, leider. Ich habe übrigens überlegt, dass man eventuell diesen Bereich hier hinten so ein bisschen für den Aufseher aufbereiten könnte. War jetzt nur so eine Idee, würde sich halt anbieten, es würde halt gut aussehen. Wahrscheinlich zumindest mit dem Aufseherfenster irgendwie auf Höhe der zweiten oder dritten Etage oder so. Und dann hier halt ein bisschen offeneren Bereich zu gestalten. Was genau hier wo, wie reinkommt, das würde ich sicherlich noch irgendwie hinbekommen. Keine Ahnung. Müsste man einfach mal gucken, was sich da am besten anbietet. Und so weiter. Ansonsten energietechnisch. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Also die Sachen hier, die sind irgendwie mit Energie versorgt, glaube ich. Problem ist natürlich, es sieht einfach unendlich scheiße aus, wenn ich hier jetzt irgendwie im Inneren noch Leitungen legen würde. Deshalb werde ich vermutlich, das ist zumindest der aktuelle Plan, hier hinten im East Sector. Da haben wir ja, was haben wir da? Diese tolle Anlage haben wir da. Ich kann schon überhaupt nicht mehr reden. So, lieber langsam, dann verbrauchen wir nicht ganz viel AP. Also wir haben hier ganz hier unten, hier war das, ne? Genau, hier war das. Da haben wir ja diese wunderbare Anlage, wo einfach ein Haufen Wasser noch steht. Und dieses Pumpwerk hier und alles. Und die Idee aktuell ist zumindest, dass wir hier hinten, ja, wenn man so will, Ein Versorgungstrakt basteln. Das heißt hier, ich weiß nicht genau, was für Optionen es gibt wegen Essen. Das müsste man einfach mal. Hallo, Curie? Curie, hallo? Dein Kleid ist irgendwie. Also, ich meine, es ist warm, aber ja. Ja, jedenfalls, dass man hier einfach so eine Art Versorgungsraum. Raum ist ja schon fast klein, also Raum, sagen wir mal, eher so Versorgungshalle oder so. Ja, das kommt vielleicht der Dimension hier schon etwas näher. Wir haben ja auch hier wirklich nicht wenig, muss man sagen. Vault, Innenbereich, Versorgung zum Beispiel. Könnten wir hier so einen schönen Versorgungskorridor nach unten basteln. Hier mit sowas, mit solchen Treppen. Ne, das wäre eine Option hier. Gibt es wahrscheinlich nicht einfach nur einen Gang, ne? Der so schräg ist, den scheint es nicht zu geben. Ist aber auch überhaupt kein Problem, denn man kann ja auch hier mit den Treppen, glaube ich, ganz gut arbeiten. Oder? Oh je. Ich weiß nicht, ob das so gut gehen wird, wie ich mir das vorstelle. Unter Umständen habe ich ja einfach Glück. So wie sonst immer. Und ja, dann soll halt da unten eine schöne Versorgungsroute rein. Dann könnte man, wenn das alles so klappt, das wäre natürlich optimal, könnte ich schön mit den Korridoren hier einmal bis nach unten. Weißt du, dass du da auch schön hingehen kannst mit dem Korridor. Und den Rest würde ich dann halt einfach, Verkabelung etc., würde ich dann einfach hier entlang ziehen, wo du es halt nicht siehst, ne? Vielleicht so, dass man dann am Ende noch drankommt, ohne den Korridor wegzureißen. Das wäre sehr klug. Ansonsten, keine Ahnung. Muss man halt einfach mal gucken, was geht, wie es geht und so weiter und so fort. Genau. Notfalls stellt man hier einen Generator rein. Wäre natürlich so die, ja, letzte Lösung, sag ich mal. Ich glaube, diese Vault-Generatoren, die es hier gibt, die sind tatsächlich recht leise. Aber wäre halt trotzdem nicht meine erste Wahl, sag ich mal. Müsste jetzt nicht unbedingt sein. Warum leuchtet das hier so? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, weil hier hinter wieder eine Lampe ist, ne? Genau, und die kriegen wir auch nicht weg, ist das doofe. Manche Lampen kriegen wir hier so nicht weg. Aber das ist nicht schlimm. Wir überlegen uns da noch ein bisschen was. Aber so, jetzt erstmal da drüben wieder ans Terminal. Da haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal direkt weiter. Mit dem Powerrad-Experiment. So, zusätzliche Energieerzeugung. Was haben wir denn hier? So, durch Zufügen von Elektroschocks beim Unterschreiten akzeptabler Werte für die Umdrehung pro Minute kann die Menge der erzeugten Energie erhöht werden. Spannung nach mehreren fehlgeschlagenen Experimenten um 50% verringert. Siehe Autops. Oh Gott, die sind alle gestorben. Hinweis, es wird empfohlen, einen Feuerlöscher in Griffweite zu haben.
Alles klar, Parameter übernehmen. Lass Clem eine Stunde lang fahren. Oh Gott, jetzt habe ich das einfach übernommen. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt so. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderische körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem F&E-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Vault-Tec voranzutreiben? Verdammt. Okay. Ja, mir hat das ehrlich gesagt auch nicht gefallen. Ich glaube, ich lade einfach nochmal. Ich meine, wir sind ja jetzt eh nur rumgelaufen. Hat ja jetzt in dem Sinne nichts großartig verändert. Und dann lesen wir das lieber erst nochmal, bevor wir hier irgendwas machen, ne? So, können wir hier eigentlich quicksaven? Nein. Anreize für längere Benutzung, Umgebungsoptimierung. Forschungsaufzeichnung. Das Team von Dr. Riley hat trotz Bedenken mit seinen Tests eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen. Riley ging davon aus, dass die Produktivität erhöht werden könnte, wenn das Powerrad 1000 mit einem positiven Naturfeedback assoziiert würde. Durch die Verwendung ätherischer Duftöle, beispielsweise Lavendel und Orange, konnte der Powerrad-Prototyp einen starken Ersteindruck hervorrufen. Der sanfte Klang von Wellen am Strand mit einer Lautstärke unterhalb der Hörschwelle wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Energieerzeugung bei diesem Experiment war ein absoluter Fehlschlag. Ich glaube nicht, dass Ted trainiert. Dr. Brown. Aha. So. Anreizen für längere Benutzung. Was haben wir hier? Im Rahmen vieler Durchläufe haben wir bei einigen Versuchspersonen einen körperlichen Widerstand gegen Powerrad-Tests festgestellt. Der Einsatz von Zwang oder psychischem Druck zur Durchführung könnte sich in Vaults mit geringer Anzahl an Sicherheitspersonal als problematisch erweisen. Nach heimlicher Injektion von Buff-Out in geringen Dosen kann die Versuchsperson nicht nur länger und schneller in die Pedale treten, sondern assoziiert irgendwann auch die narkotischen Effekte mit dieser Aktivität. Im Labor haben wir dies nur einmal getestet. Nachdem die Versuchsperson 43 Stunden ununterbrochen gefahren ist, erlitt sie einen Herzstillstand. Komisch. Ich würde empfehlen, die Dosis für das eigentliche Experiment zu verringern. So ein Quatsch. Na Mist, jetzt bin ich zu weit nach hinten gegangen. Notizen brauche ich noch. Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verständliche körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Okay. Umgebungsoptimierung war, glaube ich, das mit den Düften, ne? Ja, da ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir gehen mal kurz quicksaven, so. Und testen einfach mal irgendeins aus. Nehmen wir das mal mit der Umgebung, oder? Das nehmen wir einfach mal. So, lass Clem eine Stunde lang fahren. So, Clem. Kuriert das Gefallen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Nein. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde irgendwie behilflich sein. So, setz dich aufs Rad und gib Gas. Ja, gib ihm. Jawohl. Das ist alles? Yep, also, das ist schon alles. Stampel ich einfach weiter. Das macht irgendwie Spaß. Hä? Oh. Was ist das? Riechst du das? Sowas habe ich noch nie gerochen. Ist das Mutterbeere? Ich mach Strampel. Das schon. Versprochen. Weiter strampeln. Sehr gut. Curie fummelt da gerade rum und macht sonst was. So, wir hauen uns einfach mal für eine Stunde aufs Ohr. An deiner Seite. Wow. Oh, ach du Scheiße. Wie geil war das denn jetzt bitte? Ist einfach weggeflogen. Komm mal hier hin, Clem. Junge, Junge, hätten wir mal lieber ein Dach schon gehabt. Tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war alles so gut. Aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte schmeiß mich nicht raus. Oh, wie süß. So, das Powerrad werden wir noch reparieren, keine Sorge. Erstmal müssen wir so unsere Wand wieder richtig anbringen. Ja, Curie kommt schon hinterher da. Ach ja, geh halt hier schnell durch. So.
Stört mich jetzt ernsthaft dieses dumme Kabel? Ernsthaft? Dieses Kabel stört mich? Achso, der ist kaputt. Kaputski gewesen. So, dann stellen wir das Ding mal gerade hier hin. Jetzt dürfen wir das Teil wieder einbauen. Können wir auch den Generator wieder hier hinten hinstellen. Hier stand er doch. So, dann ist das Teil nämlich nicht so laut. Das hier reparieren wir mal gerade. So, statte der Aufseherin Bericht. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Wenn ich den Bericht richtig verstanden habe, hast du dich für einen Lavendel- und Vanille-Aromaspender entschieden? Ich bin richtig entspannt. Dieser Volt ist der Beste. Wir schaffen eine neue Gesellschaft, nicht irgendeine Erholungseinrichtung. Meine Sachen riechen noch komisch. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Möchte ich eine Belohnung haben? Ich teste mal, ob es Curie gefällt. Wird nicht einfach sein, diese Daten zu finden. Da muss auch was für mich rausspringen. Wenn du glaubst, dass Gefahr besteht, dann nimm diese Raketen. Ich kann sowieso nichts mit ihnen anfangen. Besorg einfach die Daten. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Aha. So, abgeschlossen. Energie. Oh Gott, jetzt macht er sogar freiwillig weiter. Du wirst mir das Ding nicht kaputt machst, ne? Schon wieder. Das muss nicht sein. Das hat einen Sinn, oder? Hoffe ich. So, wie wäre es denn, wenn man jetzt... Ich müsste mal gucken. Es eignet sich beides so gar nicht irgendwie. Als ordentlichen Übergang da. Es passt nicht so ganz. Wenn man guckt hier, der Korridor würde nicht durchpassen. Und hier auch nicht wirklich. Das müsste man irgendwie so halb-halb hierhin basteln. Das ist wahrscheinlich eher unschön. Ich guck mal, was man da so machen kann. Guten Breitenkorridor gäbe es jetzt theoretisch auch. Schon klar. Oh, den könnte ich sogar hier irgendwie reinsetzen. So. Toll. Passt natürlich absolut super. Nicht. Okay. Was hier? Atrium konnte man ja auch noch Sachen machen, ne? Könnte man ja hier irgendwie so ein... Weiß ich nicht, was das alles soll. Aber irgendwie kann man das benutzen. So, Türen. So eine schöne Tür. Nicht. Geländer und Treppen. Gut, man könnte natürlich auch sagen, wir nehmen einfach ein Geländer nach da unten. Das wäre noch eine Option. Das könnten wir aber, glaube ich, so oder so auf jeden Fall. Frage ist, ob wir es nicht lieber irgendwie so hinbekämen. So ein bisschen schöner wäre das Ganze auf jeden Fall. So, das ist so ein langer Korridor. Ist hier nicht den... Wo ist der Eckkorridor? Das ist der Eckkorridor. Den hier lagern wir mal gerade. Wenn wir jetzt hier so ein... Was haben wir hier? Da ist ein mit Tür. Das wäre schon mal Korridor und Eingang. Ah. Korridor zum Eingang. Mehrere Eingänge, Treppen. Zum Eingang. Das wäre schon mal sinnig. Irgendwie sowas. Dann, okay, vielleicht jetzt nicht. Erstmal eine Ecke. So, Korridor mit Fenstern. Wo ist die Eckvariante jetzt schon wieder hin? Das ist die. Diese Ecke meine ich. Und wenn wir die dann noch so rum gedreht bekommen, könnten wir eventuell hier was zaubern, oder? Oder wird das irgendwie nicht so gut hinhauen? Ich weiß es nicht. Kann ja auch scheinbar nirgendwo anbauen, so einfach. Was ist, wenn wir das jetzt eben nochmal kurz weghauen und stattdessen mal eben den einfachen Korridor hier reinziehen?
so wie er hier schon mal war. Beziehungsweise wir könnten ja theoretisch einfach mal testen. Den packen wir mal so lange einfach hier hin. Dann würde ich mal testen wollen, ob ich den hier sauber hier angeschlossen bekomme. Was? Echt? Komme ich tatsächlich. Sieht halt scheiße aus, weil hier dieses Dingen dann ist. Aber es wäre grundsätzlich möglich. Darum geht es mir gerade. So, hier ist unsere Ecke. Kann ich das Ganze nicht ein bisschen schöner verlagern? Nein. Stelle ich das Teil mal wieder hier irgendwie an die Seite. Ich meine, irgendwie muss es ja gehen, oder? Irgendwie muss man das hier doch schön ums Eck führen können. So, hier irgendwo ging es jetzt. So, das sieht jetzt natürlich noch schön scheiße aus, aber darum geht es auch noch nicht. Geht eigentlich nur darum, eine Option zu finden, ob es überhaupt möglich wäre, diesen Korridor da halbwegs hübsch hinzupacken. Aber ich glaube, dass das echt schwer wird, wenn man das so machen will. Aber vielleicht, ich mache schon wieder irgendwas anderes, wie immer. So, Atrium, Atrium, zeig mir, ob du eine Halbwand hast. Eine Halbwand wäre wahrscheinlich optimal. Was ist das? Eine Innenecke. Na gut, da kann ich ja wahrscheinlich auch nicht unendlich viele von aneinander stapeln. Ich kann vielleicht auch gerade mal einfach nur Innenbereich wählen. So, hier irgendwo vielleicht. Wandschlussstück. Es gibt da echt nur diese Eingänge eigentlich. Was da jetzt nicht, natürlich nicht optimal ist. Weil man halt einfach nicht so schön da reinkommt. Ist einfach so. Vielleicht gehe ich das Ganze auch ein bisschen falsch an. Vielleicht muss ich auch sagen, alles klar, ich bastel mir hier sowas. Oder hier auf der Seite? Ne, da geht's gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh doch, was? Echt? Selbst hier geht das. Aber dann ist hier halt auch leider schon immer Schluss soweit. Aber vielleicht... Ich dachte, vielleicht kann man das dann jetzt hier dran, aber scheint mir auch nicht so gut zu gehen. Es ist echt schwierig, muss man sagen. Es ist alles nicht so einfach. So, hier kann man jetzt wieder so einen dran bringen, aber das war es dann auch schon wieder, ne? Der will einen dann auch auf keinen Fall hier irgendwie dran lassen. Großartig. Ist, wenn man das von der Seite aus macht, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht irgendwie. So recht. So. Schön ranholen. Nee, also irgendwie wird das auch nichts, glaube ich. Eventuell schaffe ich es jetzt noch so einen hier dran zu kriegen. So. Komm mal ran hier. Ey, komm ran. Na komm. So. Schön ran. Also so ist schon das höchste der Gefühle, wie es mir scheint. Also das werde ich wahrscheinlich auch nicht so hinbekommen, wie ich das gern hätte. Verdammt. Es ist aber auch echt ein bisschen ungünstig, dass das Ganze hier also im Prinzip auf ganzem oder halbem Wege hier irgendwie enden soll. Das ist ein bisschen... Ist halt hier genau auf der Hälfte, ne? Wo es sein müsste eigentlich. Das Ganze. Das ist halt echt uncool. Man könnte natürlich auch sagen, wir machen den Weg irgendwie noch anders. Ne? Das wäre noch eine Option. Vielleicht. Zumindestens. Ah, ich weiß noch nicht. So. Das gefällt mir alles, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Hier gibt es nur diese Raumoption noch, wo das so abgerundet ist. Das muss ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt haben. Es sind noch hängende Böden und so. Es gab auch noch Plattformen, wenn ich mich nicht irre. Eine Fertigwand, eine hohe. Werden wir wahrscheinlich auch noch benutzen müssen. Vermute ich mal. So. Ich denke mal... So, nee. Diese Säulen hier. Lassen sich wahrscheinlich auch nicht einfach mehr oder minder
stapelweise hier anbringen, oder? So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.